Teil 4 meiner Geschichte des Wissensmanagements unter dem Schlagwort Multimedia. Es war meine Zeit im Bertelsmann Multimedia Labor in Gütersloh. Später wurde es in Telemedia umbenannt und die Aufgabe war dort moderne Technologien, Multimedia-Technologien zu testen, zu gucken, ob die für die Praxis geeignet sind und ob sich ein Businessplan für Bertelsmann dazu findet, dass der sich rechnet. Dazu war ich dann manchmal bis zu zweimal im Monat in Kalifornien, der Multimedia-Hauptstadt der Welt zu der damaligen Zeit, meistens in San Francisco. Das erste Projekt waren fraktale Kompressionen. Das ging also darum, wie kann man zum Beispiel über fraktale Gleichungen Bilder beschreiben, also über diese Funktion ganze Bilder oder Videostreams beschreiben. Das galt damals als eine Option zu JPEG oder MPEG-2. Wurde aber nur von Iterated Systems entwickelt und es war nicht abzusehen, dass es ein Standard wird und deswegen für die kommerzielle Verwendung zum damaligen Zeitpunkt nicht zu empfehlen. Das zweite große Thema, das sind so virtuelle Warnhäuser. In welche Richtung da gedacht wurde, das kann man sich vorstellen, wenn man den Film Enthüllung gesehen hat und den virtuellen Korridor, damals von der SGI. Das war das, was wir damals getestet haben, alternativ die Entwicklung von QuickTime VR. Und der Gedanke war, lassen sich virtuelle Warenhäuser, virtuelle Bestellsysteme auf 3D-Basis realisieren und rechnen die sich vor allen Dingen? Gerechnet haben sie sich nicht, aber es war eine spannende Zeit. Ich habe noch bis heute eine India auf dem Schreibtisch stehen, also eine SGI, und bin begeistert von den Grafikmöglichkeiten, die damals schon möglich waren. Das große praxisrelevante Thema während der Zeit war das Thema hybrider CD-ROMs zum E-Learning, für das Multimedia-Lernen, zum Rüberbringen von inhaltlichen Themen. Dabei ging es da hauptsächlich darum, die Speicherkapazität war ja damals auf dem CD-ROM begrenzt. Wenn ich da drauf Videos, Filme, Bilder unterbringen möchte, dann spielt natürlich die Datenkompression eine große Rolle. Und es war damals so, dass CDs nicht unbedingt auf einem Mac und PC gleichermaßen liefen. Es ging also darum, CDs zu finden und die Datenformate dort so zu gestalten, dass ich praktisch das Video bloß einmal da drauf brauche und das im PC und im Mac-Modus jeweils mitläuft, weil die Speicherkapazität hätte sonst einfach nicht gereicht. In dieser Zeit ist damals die Arbeit mit dem Macromedia Tools, dem Macromedia Director, damals Version 5.0 oder Authorware 3.0 entstanden und damit quasi das Authoring von Lernanwendungen und Multimedia CDs. Was auch dazu geführt hat, dass man sich natürlich ganz stark schon damals mit E-Learning-Konzepten im Bereich Multimedia beschäftigt hat. Also damals war schon die Erkenntnis, es sollte kurze Erklärvideos verwenden, so 1 bis 3 Minuten lang und die Nutzer da entlang führen. Das war also quasi vergleichbar mit den heutigen Regeln von Lernvideos im Web. Das große Beispiel, was wir privat mal realisiert haben, war dazu die interaktive Galerie Maskenbild, wo es auch um Themen wie Kinderschminken und ähnliches als Erklärvideos ging. Und was damals den kompletten Produktionsprozess von der Konzeption der Lern-CD über die Produktion in Sonopress-Studien bis zur Produktion und Auslieferung umfasst hat, also dass man den gesamten Prozess kennenlernen konnte und auch die Stärken und Schwächen erkannt hat. Das war also mein Einstieg quasi in systematische E-Learning und die Verwendung von Multimedia im Lernbereich. Ich sage heute immer, die geendet hat ungefähr diese Multimedia-Phase mit der verstärkten Einführung von Netscape. Also 1993 kam ja der Mosaic raus, dann hier 94 Netscape und ab ungefähr Ende 96 war klar, wir werden uns in Zukunft mit allen Anwendungen im Internet bewegen und CD-ROMs und dann auch später DVDs sind nur eine Übergangsvariante, solange die Bandbreiten noch nicht ausreichen. Das war ja diese Erkenntnisweise, der Übergang der Phase von den Multimedia-Versuchen im Multimedia-Labor hin zu den Online-Anwendungen und Online-Geschäftsmodellen für Bertelsmann, was ich im nächsten Teil beschreiben möchte. Was ich bis heute mitgenommen habe als Erfahrung, ist also das Thema, dass virtuelle Realität, virtuelle Welten schon 1995, 1996 recht real ging. Also dieser virtuelle Korridor, hatte man ja die Handschuhe an, die 3D-Brille auf und hat sich am Laufband bewegt.
Und fühlte sich dann wirklich wie in eine komplette virtuelle Welt versetzt. Das Thema war also nicht, dass es nicht ging, sondern dass sich die Geschäftsmodelle nicht gerechnet haben. Und das ist auch die Herausforderung heute, virtuelle Welten, 3D-Welten so einzusetzen und solche Geschäftsmodelle zu finden, dass sich das Aufwand und Nutzen in ein sinnvolles Verhältnis gelangen. Tief geprägt hat mich noch die Erfahrung mit Macromedia Director und Authorware, aber deswegen, weil es dir gezeigt hat, wie Menschen international nur virtuell zusammenarbeiten können. Ich habe also viele der Realisierungen mit anderen Entwicklern durchgeführt, Probleme behoben, die weltweit verteilt waren. Ich habe die über fast ein Jahr nicht gesehen. Und dann bin ich zur Macromedia User Konferenz nach San Francisco gereist, ins Moscone Center. Und dort hat man erstmalig die Leute, mit denen man ein Jahr lang relativ intensiv online zusammengearbeitet hat, persönlich getroffen, hat mit denen die Nächte sich mit Hacker-Sessions um die Ohren gehauen und hatte von Macromedia quasi Vollverpflegung und ist innerhalb von 3 Tagen nur zu 2 Stunden Schlaf gekommen und nur zum Duschen ins Hotel. Das ist das, was ich bis heute mit Macromedia verbinde und mit dieser Erfahrung der Zusammenarbeit in virtuellen Teams.